Morgen, zweiter Tag in Cannes und wir wollen euch heute zeigen, dass nicht nur hier im Palais was abgeht, sondern hier draußen. Ihr macht euch ja kein Bild, was hier los ist. Da drin steppt der Bär, aber hier draußen toben die Hütten, sage ich euch. Von da hinten bis da vorne, über links, über rechts. Meer war gestern, Sand war gestern, neu ist TikTok, Amazon, Google, Spotify, RTL. Alle mit irgendwelchen Hütten am Strand, wo andere Creator sind, wo andere Talks sind, wo andere Themen laufen. Und wir wollen für euch mal behind the scenes einfangen, was da abgeht und vor allem, was macht eigentlich dieser Roboterbär hier? Ihr habt es gesehen, der erste Tag liegt hinter uns. Wir sind so einiges an Kilometern gegangen und ich sitze jetzt schon ehrlicherweise ganz schön geschafft und erledigt. In unserer Dekoration hier im Apartment sitze ich fertig von der Awardshow. Die Awardshow war politisch, würde ich sagen. Ich will gar nicht darauf eingehen, was am Anfang alles passiert ist. Das werden schon andere tun und es wird dem zu viel Bühne geben. Aber heute mit den Awards, gerade für Health, Print, Radio und Outdoor, haben wir natürlich sehr wirkungsstarke Kampagnen gesehen. Wir hatten noch was zum Schmunzeln und zum Lachen, aber natürlich waren jetzt erstmal wieder diese ganzen Cases dran, die so richtig in die Magenkuhle gehen. Und wir werden euch auf jeden Fall natürlich auch heute Abend wieder meinen Highlight-Case zeigen. Ich sag mal so viel, meine Pommes esse ich nicht ohne. Aber das werdet ihr dann sehen. Und wenn ihr ansonsten noch mal ein bisschen schauen wollt, welche Cases dort ganz besonders abgeräumt haben, ging es sehr viel um das Thema Parkinson tatsächlich und was man dort auch technologisch schon tun kann, um den Menschen gerade mit dieser Krankheit weiterzuhelfen. Wir haben aber auch ganz großartige Plakatkampagnen wieder gesehen, unter anderem großer Abräumer, die habe ich auch heute Morgen gesehen, war Better with Pepsi. Denn Pepsi hat herausgefunden, oder besser gesagt eine Studie gehabt, dass 66% der US-Amerikaner gesagt haben, ein Burger schmeckt besser mit Pepsi. Aber es gibt nirgendwo Pepsi im Menü. Diese wunderbare Kampagne, die im Outdoor stattgefunden hat, ist mit einer Origami-Künstlerin zusammen entstanden. Und ich würde mal so viel sagen, sie ist eindrucksvoll, sie wirkt, wie halt Print und Outdoor so wirkt. Und die Print-Chefin hat noch mal gesagt, liebe ihr da draußen, nächstes Jahr gerne mehr Print-Kampagnen. In diesem Sinne, Klappe aus, weil wie ihr da drüben jetzt sehen könnt, unsere letzten Bilder sind für euch, schneiden wir noch bis tief in die Nacht.